mach mal was, was wir eine Weile nicht mehr gemacht haben. Wir waren schon eine Weile nicht mehr bei Jan. Hallo! Hey! Das ist immer sehr, sehr gut, sehr gute Video von Jan. I can only empfehlen. You know, oh my god, it's a good channel. I like it. Wir werden mal wieder ein bisschen mit drauf eingehen. Ist immer ganz entspannt, ne? Peace. Welcher Wert ist dir so wichtig, dass du ihn an deine Kinder weitergeben würdest? Welcher Wert ist dir so wichtig, dass du ihn an deine Kinder weitergeben würdest? Offenheit? Ist es so? Sagt man es so? Mir wäre es übel wichtig, dass meine Kinder allem und jedem und alles gegenüber immer offen sind. Humor nicht. Fick Humor. Humor überhaupt nicht wichtig. Aber genau so eine Weltoffenheit. Weltoffenheit ist genau das Richtige. Und Wertschätzung wäre auch das, ne? So, aber wenn es nur eine Sache wäre, dann wäre es, glaube ich, Offenheit. Tatsächlich. Ja. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Toleranz und Nächstenliebe, also einfach zu verstehen, was bei dem anderen abgeht und Toleranz zu zeigen, in was auch immer für einer Lebenslage sich der andere befindet. Ganz wichtig. Hm. Hab nix. Mein erstes Pokédex. Was? Das gibt es. Aber es kann ich verstehen. Ich hab auch das Pokédex bei mir, muss ich sagen, Nick, und Grüße gehen raus. Ich geb's auf jeden Fall bei meinem ersten Kind auch mit. Das Zwiebelapfel heißt und Apfelzwiebel. Stopp! Also, ich schwör's euch, wenn ihr das bekommt, dann freuen die sich einen Ass ab. Ehrlichkeit. Fantasie. Ich würde, das weiß ich, obwohl ich keine Kinder habe, ich weiß das, dass ich immer meinen Kindern Geschichten erzählen werde, dass sie sich richtig Sachen ausdenken und träumen und sowas und nicht nur in dieser realen Welt immer alles langweiliger. Das weiß ich. Das ist eine schöne Antwort auch. Mad Princess Patricia, danke schön, dass du dein Abo verlängert hast. Liebe. Würdest du eher 24 Stunden keine Emotionen zeigen oder 24 Stunden alles sagen, was du denkst? 24 Stunden keine Emotionen zeigen ist mein Lifestyle jetzt schon. What's up, Alter? Alles sagen, was ich denke? Schwierig. Deswegen sage ich immer, ich habe Angst vor so Betäubungsmitteln sowieso, weil das macht bei mir in meinem Hirn Türen auf, wo ich die gerne zulassen möchte. Als mein Zahnarzt mich gefragt hat, hey, wir machen deine Weisheitszähne raus, du könntest eine Dings kriegen, so eine Betäubungsgeschichte, da habe ich gesagt, nein, weil aus dem einfachen Grund, dass ich erstens denke, wenn ich so eine Betäubung habe oder eine Narkose, dann legst du mir deinen Penis ins Gesicht, weil ich vertraue keinen Menschen. Und dann Nummer zwei ist, wenn man aufwacht, kennt ihr diese Videos von Leuten, die aus der Vollnarkose aufwachen, dann immer so die ersten ein, zwei Minuten oder fünf Minuten gar keine Dings haben, gar keine Kontrolle über sich selbst. So, das ist mein Albtraum, weil dann passieren Sachen, da kann ich nicht für garantieren. Das ist ganz schwierig. Ich glaube, ich würde lieber 24 Stunden keine Emotionen zeigen, weil ich eh keine Emotionen außer Hass und Trauer zeige. Boah, keine Emotionen zeigen, das kann ich gut. Also einfacher wäre es, glaube ich, einfach mal 24 Stunden die Schnauze zu halten, aber besser wäre es, einfach mal 24 Stunden das zu sagen, was man wirklich denkt. Eigentlich richtiger Ansatz, ne? Wenn man 24 Stunden das sagt, was man wirklich denkt, sind viele Sachen vielleicht auch aus dem Weg geräumt. Für mich absolut easy, 24 Stunden keine Emotionen zu zeigen, ist wahrscheinlich sogar manchmal so. Ja, ist natürlich. Ich möchte mal kurz betonen, mein Tag gestern, nach wie vor, ich habe gestern 13 Stunden Animal Crossing gespielt und keine Emotionen gezeigt. Scheiße, aber ich würde das nehmen, also ist für mich easy. Ja, alles, was ich denke. Wärst du lieber ein Betrüger oder ein Betrogener? Glaube ich. Ein Betrüger oder ein Betrogener? Hey, ja, besseres Leben lebst du halt als Betrüger. Und wenn du dann immer 50% von deinem Betrug irgendwie wieder so abgibst, dann ist auch okay. Dann ist so schlechtes Karma so 50% und ein Viertel ist dann Dings. Und dann sind nur noch 25% scheiße. Wisst ihr, was ich meine? Ich wäre lieber... Immer, wenn ihr ein Trickbetrüger seid mit Geld, immer die Hälfte wieder abgeben. Das ist nur fürs Karma. Aber die andere Hälfte könnt ihr schon behalten. Ja, ihr seid ja Betrüger. Der Betrüger, wenn es nicht auf emotionaler Ebene passiert, also zum Beispiel in einer romantischen Beziehung oder sowas. Mein Hund muss hier unten jetzt gerade nicht um Akani. Ich glaube, es vergeht fast kein Tag, wo wir alle nicht betrogen werden. Irgendwo wird man immer betrogen, ob dich Leute mit dem Preis abziehen. Aber fast jeden Tag, das ist schon viel. Würde mir jetzt nicht so viel einfallen, wo man betrogen. Aber ich bin bestimmt Betrüger. Oder, keine Ahnung, lieber betrogen werden. Da kann ich gut mit leben. Aber mit Betrügen leben fände ich, glaube ich,
Scheiße. Betrogener. Mit den Fehlern, wenn ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht, kann ich noch schwerer damit leben, als wenn ich weiß, mir wurde Leid angetan. Deswegen, das war das Zweite. Betrüger. Lieber die Betrogene. Nee, weil ich glaube, ich würde mit dem Schmerz, betrogen zu werden, besser zurechtkommen, als mit den Schuldgefühlen zu betrügen. Was ist die dümmste Verschwörungstheorie, die du je gehört hast? Müssen wir nochmal jetzt... Dass Corona nur stattfindet, weil die Akkus der Tauben gewechselt werden müssen. Das ist schon heftig. Es gibt noch ein paar andere Sachen, aber das ist mir zu gruselig. Habt ihr vielleicht mitbekommen, so von Herrn Naidu, was da so abgeht, ne? Das ist schon alles sehr gruselig. Das ist auch sehr... Okay, weiter. Dass es Echsenmenschen gibt, weil das ist keine Verschwörungstheorie, sondern die Wahrheit. Jetzt hätte der so ein Blinzeln einbauen müssen. Kannst du jetzt meine Augen so cool editieren? Ja, genau. Die eigentlich eine der bekanntesten, dass die Erde flach ist. Ich kann da, glaube ich, gar keine Antwort drauf geben, weil der Grund, warum ich Verschwörungstheorien nicht glaube, ist, dass ich zu wenig Beweise habe. Aber ich habe auch zu wenig Beweise, um das Gegenteil von etwas zu beweisen. Also weiß ich ja nicht, ob die Verschwörungstheorie wahr ist oder nicht. Ich habe mal gehört, es gibt so einen Führer von irgendeinem Kult, der gesagt hat, wir müssen uns alle selber erwürgen oder töten, weil dann alle von Aliens gerettet werden und ins Weltall und so ein Kram. Aber ist davon nicht die Hälfte, no front jetzt, aber Scientology? Wisst ihr, was ich meine? Ist es nicht auch so, es gibt doch dieses South Park-Ding, wo sie tatsächlich erklären, was der Scientology-Glaube ist oder so? Also nicht das Erwürgen, so, aber der Rest. Die dann auch tatsächlich gemacht, sind halt alle gestorben und es ist nichts passiert. Also das ist das Dümmste, was ich kenne. Ja, die Erde ist flach und so ein Scheiß. Und dann habe ich halt so gesagt, wie soll das denn gehen? Allein wenn wir hier sind, ist ja drüben, also keine Ahnung, in Amerika oder so, das ist dann ja... Aber dafür gibt es ja eine Erklärung bei den Flat Earthern, oder? Also es gibt doch eine Erklärung, warum es bei den anderen dunkel ist. Und zwar, weil dann... die Sonne und der Mond halt rotieren und einfach nur ein Schein nach vorne. Ist es nicht so? Ich habe mir immer diese komischen Talk-Videos da. Don't ask. Nein, bin ich nicht. Ich bin keiner davon. Da wird ja gerade Tag, wenn hier gerade Nacht wird. Und dann meinte derjenige dann zu mir, warst du denn mal an beiden Orten gleichzeitig? So, wo ich mir dann denke, was ist das für eine Argumentation? Einfach, bin da einfach weggegangen. So, das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Auch krass, was ich die Tage gehört habe. Erstmal. Der Grubenforscher, dankeschön für deinen Zap. Ist irgendwie, dass in Amerika die Black People Community am Anfang der Corona-Krise gesagt hat, jetzt nicht mehr, aber am Anfang, das war bei der Daily Show, dass sie gesagt haben, weil in der Haut mehr Melanin ist als bei anderen Leuten, die eine andere Hautfarbe dann hätten, dass die kein Corona kriegen können. Das war auch so eine Verschwörungstheorie, die in den USA rumgegangen ist. Und deswegen ist da der Anteil von Afroamerikanern so mega hoch momentan mit dem Ansteckungsrisiko und dass die so viel sterben. Weil sowas auch am Anfang damit verbreitet wurde. Ganz gruselig. Ganz gruselig. Welt in 100 Jahren aus. Hoffentlich sieht die Welt so aus, dass wir Mutter Natur endlich wahrnehmen und ernst nehmen. Wie sieht die Welt in 100 Jahren aus? Wie sieht die Welt in 100 Jahren aus? Ja, kommt drauf an, wie Corona ausgeht, ne? Wenn jetzt hier noch Corona 2 Monate weitergeht, Alter, dann raste ich richtig aus. Dann ist hier gleich aber komplett, dann ist Endgegner angesagt, Alter. Dann geht's hier richtig schön, dann geht's erstmal gleich in den kleinen Horderkeller, Alter. Und dann geht's hier richtig zur Sache. Wirklich, wirklich null Plan. Null Plan. Sieht die Welt. Das Pausebild immer Akani. So aus, dass wir Mutter Natur endlich wahrnehmen und ernst nehmen und sie respektieren. Die ersten Menschen leben auf dem Mars. Ich denke, die Bevölkerung nimmt ab durch virusartige Zerstörer. Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, es wird eher das Gegenteil. Es wird mehr und das ist eigentlich voll der gute Ansatz. Ich glaube auch, dass das höchstwahrscheinlich dann weitergegangen ist. Also, dass wir uns dann weiter
auf einen anderen Planeten oder auf mehrere andere Planeten entwickelt haben und dass vielleicht die Entwicklung dahin geht. Aber in 100 Jahren schon, das ist, glaube ich, zu früh. Das ist, glaube ich, zu schnell. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es passiert. So. Oder Kriege. Hoffen wir nicht. Ich glaube, es wird fliegende Autos geben oder auch gar keine mehr. Ich glaube, wie in Overwatch, wie das alles aussieht und so, so richtig Hightech und sowas. Ich glaube, das kommt dem am nächsten. Also entweder gar nicht, weil wir uns einfach selbst zerstört haben, oder, glaube ich, sehr, sehr automatisiert. Also sehr viele Alltagssachen laufen, glaube ich, automatisch ab, dass wir uns kaum noch um irgendwas kümmern müssen. Autofahren, kochen, einkaufen, das wird alles automatisch erledigt, glaube ich. Wann hast du das erste Mal gedacht, ich bin erwachsen? Boah, wann hast du das erste Mal gedacht, ich bin erwachsen? Alleine tanken. Nee, Quatsch. Ich glaube, als ich den allerersten Tag in meiner allerersten Wohnung verbracht habe. Weil dann war, das war so niemand da. Und dann konnte man so mittags Alkohol trinken, auch wenn man wichtige Termine hatte abends und einem hat niemand was gesagt. Ja, irgendwie so. Meine Steuererklärung gemacht habe und als ich das erste Mal selber für mich gekocht habe. Boah, ich glaube, als wir unsere eigene erste Firma gegründet haben, mit Anwalt und so, da denkt man schon so, ja, jetzt geht das Leben irgendwie los. So. Ungefähr mit 23, wo ich gemerkt habe, dass Dinge, die einem leicht gefallen sind in den letzten 23 Jahren oder gefühlt, wo man seit man denken kann, auf einmal schwer fallen, wie zum Beispiel einfach in die Innenstadt gehen und sich vielen Menschen zu geben oder zu reisen oder lange zu sitzen oder ohne Sport überhaupt. Als ich meine Ausbildung abgeschlossen habe und das erste Mal mit meinem Freund zusammen gewohnt habe, da dachte ich echt, ey, jetzt bin ich angekommen. Als ich meinen Arbeitsvertrag allein unterschrieben habe, ja. Doch nie. kann ich aber auch komplett verstehen. Ich find's auch richtig krass. Und wenn ich dann daran denke, dass so Leute, ich bin 28, ne, wenn ich daran denke, dass Leute in meinem Alter teilweise schon 2 bis 3 Kinder haben oder so jetzt und halt wirklich gesagt haben, jo, wenn ich jetzt ein Kind bekomme, dann ist es auch so 20, dann bin ich Mitte 40, Ende 40, Anfang 50, wenn ich das Kind kriege. Oder wenn das Kind auch so 20 ist und man halt coole Sachen mit seinem Kind macht, so. Das ist schon echt krass. So, das belastet mich schon heftig, wenn ich so mir denke, so, ich habe nicht mal mein eigenes Leben unter Kontrolle. Als ob ich mich dann noch um irgendwie ein Kind kümmern könnte. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so krass. Dann ist, glaube ich, dann ist komplett Game Over. Also dann finde ich es ganz komisch. Ich finde es auch generell, ich finde es gesellschaftlich komisch, dass du großgezogen wirst von deinen Eltern und dann im besten Fall, ist leider nicht bei jedem so, aber dann deine Eltern noch mitkriegen oder so Enkel haben. Und du bist höchstwahrscheinlich, wenn alles gut läuft, auch irgendwann in der Position, dass du Enkel hast. Wir sind mal alt irgendwann. Oh Gott, ey, ich darf nicht drüber nachdenken, dann bin ich direkt wieder lost. Probleme werden deine Enkel nicht mehr haben. Jetzt geht's wieder los mit Enkeln. Mann, ey. Welche Probleme werden deine Enkel nicht mehr haben? Was oder was glaubst du oder wie genau? Jetzt bin ich angekommen. Noch nie. Welche Probleme werden deine Enkel nicht mehr haben? Hoffentlich langsames und schlechtes Internet in Deutschland, wobei... Welche Probleme werden meine Enkel nicht mehr haben? Oh, das ist jetzt halt die große Frage, ne? Welche Probleme werden meine... Kleingeld ist gut. Kleingeld ist auf jeden Fall sehr gut. Ja, genau, höchstwahrscheinlich. Das weiß ich nicht. Rassismus, hoffentlich? Ja, hoffentlich, ja. Fremdenfeindlichkeit, ja. Wenn der Glasfaserausbau so weitergeht, dann kriegen wir das auch nicht hin. Das ist ja auch... Also ein richtiges Problem ist es nicht. Ich glaube, unsere Enkelkinder müssen sich hoffentlich keine Sorgen machen um das Fortbestehen unserer Menschheit und der Gesellschaft. Ich hoffe, dass wir das bis dahin durch dieses kleine Zivilisationsschlupfloch irgendwie geschafft haben. Corona. Ich hoffe wirklich, dass wenn meine Enkel mit dem ICE oder Zug fahren, dass sie dann 5 von 5 Internetverbindungen haben. Es ist viel ein Internetthema, ne? Deutschland ist aber auch echt komplett am Arsch, was Internet abgeht. Das hoffe ich wirklich. Sie werden die Probleme, die wir jetzt irgendwie auf der Welt haben, viel besser entgegenkommen und viel mehr dazulernen, um sich die Probleme besser zu stellen. Ich glaube, es wird eher dazu kommen, dass sie Lösungen finden. Und nicht, welche Probleme sie nicht mehr haben. Sie werden Lösungen finden für die Probleme. Zu schlechtes Internet. Ich glaube, die werden ganz andere Probleme haben als wir. Und die werden schlimmer sein als unsere. Probleme, die die nicht mehr haben werden, sind so, ja, wo kriege ich Wissen her? Welches Schulfach hat dir bisher nichts im Leben gebracht? Welches Schulfach hat mir nichts im Leben gebracht?
Das ist echt eine schwere Frage, finde ich. Eigentlich aber doch schon, bin ich mir sehr sicher. Ja, Französisch hätte ich auch gesagt. Französisch hat mir gar nichts gebracht. So, ich hätte auch, also als erstes hätte ich eher gesagt, natürlich irgendwie so Chemie oder sowas auch direkt. Aber das stimmt nicht. So ein paar Basic-Sachen aus Physik, ein paar Basic-Sachen aus Chemie, ein paar Basic-Sachen aus Mathematik, die helfen so und bringen dich weiter. Aber eine Fremdsprache ist wirklich, eine Fremdsprache zu erlernen, die nicht die Weltsprache ist, wie es in Englisch, in Spanisch oder in Chinesisch dann irgendwie für dich sind, wo du vielerlei Orts, dich unterhalten kannst. Aber das hat wenigstens so ein paar Grundsachen mitgebracht. Weißt du, so Chemie sagt ihr jetzt wirklich nur, aber ihr habt ein gewisses Grundverständnis vielleicht für ein paar Sachen bekommen, die einfach unterschwellig drin sind, die halt da nicht da sind. Aber wie gesagt, so eine Fremdsprache erlernen ist einfach eine zweite oder eine dritte Fremdsprache, neben vielleicht Deutsch und Englisch bei uns hier zu können, ist einfach Luxus. So, es ist einfach nur Luxus. Und deswegen muss ich sagen, Französisch war schon so oft in Frankreich unterwegs irgendwie. Kacke. Wo lernt man Russisch auf der Schule? Meistens in Ostdeutschland, Sunny. Gibt es tatsächlich noch ein paar Schulen, wo man Russisch auswählen kann. Bei den Özis. Krasse Frage. Ich glaube, am ehesten ist es Sport gewesen vielleicht. Aber ansonsten sowas wie Chemie oder Bio, Physik, was die anderen Leute sagen müssen, so allgemein. Allgemeine Fächer sind super wichtig für das Allgemeinverständnis unserer Erde. Deshalb würde ich fast sagen, also Sport war auch geil. Eigentlich gar keins, ne? Ich müsste lügen so, aber ich glaube echt 8 Jahre Mathe. Ja, ist auch der erste Impuls. Aber wenn ich drüber nachdenke, du brauchst Mathe, du brauchst keine fucking Integralrechnung, weil du brauchst Mathe schon immer in irgendwelchen Sachen. Auch wenn es einfache Prozesse sind. Wenn es um ein ganzes Schulfach geht, dann kann ich halt Mathe nicht ausschließen. Also ich glaube, die ersten 4-5 Jahre Mathe haben mir extrem viel gebracht. Die anderen Jahre Mathe haben mir gar nichts gebracht. Ich glaube, Politik, ja, genau. Nicht weil Politik ein schlechtes Fach ist, sondern weil ich da so gut wie nie aufgepasst habe. Bio-Oberstufe, sowas wie das endoplasmatische Retikulum und so ein Scheiß. Also. Ja, das ist schon echt da. Also ja, Schulsystem müssen wir gar nicht erst drüber anfangen, ey. Aber da muss man sich echt mal... Es gibt bestimmt geilere Sachen. So, es gibt bestimmt geilere Wege, wie man dann nochmal spezifischer werden kann, auch gerade in der Oberstufe schon vielleicht auf Hinblick, wo man mal hin will, was einem Spaß macht und so. Mir hat zum Beispiel immer Geschichte übel viel Spaß gemacht. Weiß nicht, wo ich gelandet wäre, wenn ich da nochmal mehr eingestiegen wäre. Sowas habe ich noch nie angewandt. Oder natürlich sowas wie Mathe oder Bio an sich. Natürlich haben die Sachen, die einem was bringen. Aber jetzt Integralrechnung, wofür braucht man? Alle immer Integralrechnung, übelster Hasskick bei allen Leuten. Obwohl Integralrechnung übel fucking einfach war. Ich habe Integralrechnung, die Klausur, als wir Integralrechnung hatten, habe ich eine fucking 1 geschrieben, möchte ich mal kurz sagen. Deswegen ist es auch noch so in meinem Kopf, weil Integralrechnung so fucking easy war, wenn man es einmal gerafft hat. Ich das. Oh, das ist ganz einfach. Ich habe mein Abitur in Bautechnik gemacht und da mussten wir so berechnen, wie viel Zugkraft ist auf einem Balken, damit das Haus nicht einbricht. Ja, habe ich noch niemals gebraucht. Aber wer weiß, also kann ja sein, dass ich das noch irgendwann fürs eigene Haus brauche, aber glaube ich auch nicht. Ne. Was? Auf welcher Schule war Jan denn? Oder welcher Schulform, dass man Bautechnik haben kann? Welche Dinge halten dich davon ab, die Dinge zu tun, die du wirklich tun solltest? Ich selber. Welche Dinge halten dich davon ab, die Dinge zu tun, die du wirklich tun solltest? Schon die richtige Antwort, ne? Immer man selbst. Alles ist eine Ausrede. Alles ist eine Ausrede. Ist immer man selbst. Nichts. Gar nichts. Angst. Immer Angst. Angst. Aber genau, oder das. Angst auf jeden Fall, ja. Angst auf jeden Fall. Angst auf jeden Fall. 100%. Angst, dass andere Leute urteilen über das, was ich mache, ja. Wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass wir gerade nur träumen? Max. Ist es so ähnlich wie diese Simulationstheorie? Dass man, dass alles nur eine Simulation ist? Oder auch mit einem Traum? Weil Traum kenne ich noch nicht. Prozent? Das wird mir zu deep, ja, weiß ich nicht. Irgendwie so, ich fühle das gar nicht, Zero. Martin Schober, dankeschön für dein Sub. Danke. Für einen normalen Sub, Martin unterstützt, Ehre. weiß ich nicht, ich finde, also dieses das ist wirklich was, wo ich gar nicht relaten kann. Was so mega Sinn macht,
100% dieses ganze Matrix-Ding finde ich mega schlüssig, muss ich sagen. Ich finde es übel schlüssig, aber ich kann da nicht zu connecten. Aber es genau, ja, 50-50 Chance, maybe? 50-50? Weiß ich nicht. Maximal 10%, weil ich doch ein ziemlicher Realist bin. Ich finde es höchst, ich finde es wahrscheinlicher. Oder bist du ein Träumer? Dass wir in einer Simulation leben als sowas. 50%? Ich habe schon mal überlegt, was wäre denn, wenn wir wach sind? Also, wenn wir jetzt denken, wir träumen, sind wir eigentlich wach. Und wenn wir jetzt wach sind, träumen wir eigentlich. Who knows? 99,9%. 0%. Das ist aber sehr interessant, weil ich habe vorhin darüber geredet. Nach dem Leben ist genauso wie vor dem Leben und so. Also das ist ja, da hast du ja auch nicht gedacht, dass du traurig bist oder dass du tot bist oder so. Ja, das ist das Verrückte, ne? Dieses was war denn davor? Probier mal an das zu denken, was davor war. An das, was du dich als erstes erinnerst, und dann probier mal davor zu gehen. Und es funktioniert einfach nicht. So, du hast voll die Blockade im Hirn. Und das ist so krass. So, geben weiter. Das geht nicht. Geht nicht. Es findet einfach nichts statt. Es ist einfach nur weg. Aber es ist auch keine Zeit da. Also es fühlt sich nicht lange an. Aber das ist ganz schwierig. Denkst du ja eh nicht, wenn du tot bist. Aber das ist, ja. Das Leben ist nur ein kurzer Ausflug an die Oberfläche, Leute. Ich bin eigentlich nicht so der Typ, der an sowas glaubt. Aber es kann sein. 1%. Wie würdest du dich beim Date beschreiben? Laut. Wie würdest du dich beim Date beschreiben? Aus Erfahrung sprechend. Unangenehm. Unangenehm, glaube ich. Ich glaube, ich bin aber nett unangenehm. Wisst ihr, was ich meine? Nicht schüchtern, auf gar keinen Fall schüchtern. Eher das Gegenteil. Aber ich überlege gerade. Dates? Ja, doch, ja. Nee, ich bin eigentlich immer, ich bin sehr lustig. Ich bin sehr lustig. Ich bin sehr lustig. Unangenehm aber auch, aber sehr lustig. Und wenn ich mit der Person gut connecte oder früher gut connected habe, dann wird es auch richtig funny. Ich hatte nicht so ein Date, aber wir hatten mal auf der Uni so eine russische Austauschschülerin. Und mit der bin ich einfach direkt gut klargekommen. Die hat aber einen Freund, deswegen kein Date. Aber mit der hatte ich dann zum Beispiel dann fühle ich mich so richtig stark, so als wenn ich mit der Person alles machen könnte. Weißt du, was ich meine? Also nicht ich mit der Person, sondern wir beide zusammen als Team so. Und dann werde ich so ein bisschen crazy. Aber so bin ich halt eigentlich gar nicht. Das ist nicht so gut. Ich bin nicht so ein guter Date-Mensch, weil dann bin ich immer, das pusht mich dann so. Ich weiß auch nicht. Und dann weiß ich immer noch, mit ihr bin ich dann super lange, haben wir einfach gechillt. Also wir haben uns am gleichen Abend kennengelernt und wir haben direkt uns richtig gut verstanden, aber so, ne? Crazy. Und dann bin ich mit der an die durch die Stadt irgendwie nochmal gegangen morgens, und dann sind wir in so, einfach haben wir uns in einen Bäcker reingeschlichen, der gerade so eröffnet hat, und dann habe ich so 10 Euro genommen, also da, der wurde gerade so ausgeladen, dann habe ich so 10 Euro genommen und habe das dann so auf das Tablett von so einer Zimtschnecke gelegt. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich klaue ja was, aber ich wollte auch nicht nichts machen. Und dann habe ich das so draufgelegt, und dann kam der Bäcker da raus. Meinte so, was macht ihr denn? Habe ich gesagt, ich wollte Ihnen 10 Euro für eine Zimtschnecke hinlegen, weil wir klauen ja auch, aber ich wollte auch bezahlen. Und dann dachte ich, gebe einfach mehr, und dann ist das Klauen okay. Weiß ich nicht. So irgendwie, und das war so voll die awkward Situation. Und dann fand er das übel lustig und meinte, ja, nehm mit, alles cool. Fand ich übel süß. So von, meinte er so, dass ihr mir das gesagt habt. Keine Ahnung, der war irgendwie übel nett drauf. Ich weiß auch nicht warum. Das war ganz komisch. Aber so ein Quatsch kommt dann. Und natürlich mache ich sowas nie sonst. Ich bin sehr normal. Lustig, selbstbewusst, zu viel sprechen und nicht mehr als 7,50 Euro ausgeben. Hi, ich bin Jan. Ich drehe Kurzfilme im Internet. Das ist das Schlimmste. Immer manchmal so bei Wohnungsbesichtigungen. Ja, was machen Sie denn? Ja, wir sind selbstständige Kurzfilmproduzenten im Internet. Ja, genau. Kurzfilmproduzent oder Online-Videoproduzent bin ich. Ja, es ist hier direkt jeder. Hi, ich bin Benik. Und ich mache Sachen. Dann würde ich erzählen, was ich so mache, was mich so im Leben bewegt, was mir Freude bereitet, was mich traurig macht, wahrscheinlich nicht so, aber... Boah, voll krass offen direkt, das bin ich überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht offen bei sowas. Ich bin sehr unoffen. Ich bin ein sehr unoffener Mensch. Also ich brauche richtig lange, und viele Sachen lasse ich auch nur in meinem engsten Circle dann raus. Und da werden diese Sachen schon verarbeitet und diskutiert und eingeordnet. Aber so, ich bin sehr schwierig, ich bin fucking schwer, Mann. Ey, ich bin echt ein unangenehm schwerer Mensch, so.
ob es mir Spaß macht. Ich hatte ja noch nie so viele Dates, aber ich sag meistens, dass ich sehr eigen bin. Wie viel Prozent deiner Versprechen noch? Aber es sind voll viele in dieser YouTube-Szene, so dass sie ihren eigenen Twist haben, so ganz komisch. Aber das ist so der gleiche Schlag. Mensch, das habe ich immer festgestellt, auch auf diesen Feten, deswegen gehe ich persönlich, viele machen das nicht gerne, sind diese zwei Lager, aber ich persönlich gehe super gerne halt auf solche Feten mit anderen Leuten, die auch in der YouTube-Szene was machen, weil wir halt immer das Gleiche mögen und so und das Gleiche so angefangen haben. Das ist so ein sehr cooler Spirit, über den keiner spricht, weißt du? Aufs ganze Leben gesehen hast du nicht eingehalten. Safe die Hälfte. Was denn, welche... Bin. Wie viel Prozent deiner Versprechen aufs ganze Leben gesehen hast du nicht eingehalten? Versprechen? Boah, nee, wenn ich was verspreche, dann mache ich das schon sehr oft. Aber prozentmäßig bestimmt 10% oder so. Frag mal meine Mods im Chat. Die hatten immer noch keinen Burger. 10%. Ich sag, 10% meiner Versprechen habe ich noch nie eingehalten. Safe die Hälfte. Wenn nicht sogar, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ist aber nicht böse gemeint, sondern ich vercheck's halt einfach meistens. Also irgendwie kriege ich es nicht anders hin. Ich vergesse halt sehr viele Sachen und bin ziemlich verstreut und verplant. Früher bestimmt in der Kindheit viele. Insgesamt 10-15%. Ist viel. Boah, ist echt viel. Also 10, würde ich sagen. Viele. Umso mehr. Ich versuche das sehr vielen Leuten immer was wiederzugeben. Und habe immer wieder gemerkt, dass ich dadurch ganz viele Versprechen nicht halten kann oder auch einfach vergesse, weil es so viel ist. 15% vielleicht? 15%? Das ist schon viel. Ja. Keine Ahnung. 30. Wovor fürchtest du dich? Ernsthaft? Wovor fürchtest du dich? Ich glaube, was alle machen, tot, ne? Und was ich schlimmer finde als selber tot, das weiß ich gar nicht mal, ob ich so schlimm finde, weil halt keiner weiß, was passiert, finde ich immer so Familienmitglieder tot. Das finde ich ganz schrecklich. Und ja, übrigens, kurzes Update. Meine Eltern, Corona, alles gut gegangen. Freund meiner Eltern und auch Freund von mir lag ja im Krankenhaus und wurde auch beatmet und auch Intensivstation und so. Der ist seit heute aus dem Krankenhaus raus. Das war zum Beispiel so ein Ding, das hat mich die letzten Tage immer fertig gemacht. Der ist zwar eigentlich Freund von meinem Vater so und 60, ne, aber ich kenne ihn jetzt auch schon, seitdem ich ein kleines Kind bin. Und sowas zum Beispiel, das macht mir dann auch Angst, wo ich dann dachte so, da ist eine Lücke, das kann ich jetzt gerade noch nicht. Wisst ihr, was ich meine? Sowas, das ist immer meine größte Angst. Schmerzhafte Ängste habe ich tatsächlich nur vor extrem... Und absolut 100% was mit der Psyche. Das, so irgendwas, was in meinem Kopf passiert. So körperliche Sachen, da haben wir inzwischen immer irgendwie einen Weg, Sachen zu machen, so, wenn du es früh erkennst oder auch in den Anfangsstadien, so, da gibt es immer viele Wege, dann noch was zu machen, so, aber wenn es in deinem Kopf ist, wir sind so schlecht alle aufgestellt, egal wo du bist, wenn es irgendwie um das Thema Psyche geht, wenn es irgendwie um das Thema so Demenz oder so, ist auch krass. Und das ist schon was, da habe ich, boah, das ist wirklich das Todesangst, so, also das ist schlimmer als sterben, ist dement werden, das ist ganz schlimm. Ganz schlimm und irgendwas, wenn was mit deiner Psyche nicht und du nichts dagegen machen kannst. Themen, Strömungen in unserer Gesellschaft, also dass sich bestimmte politische Etablissements weiterhin festigen und solche Dinge irgendwie verstärken, dafür ist kein Platz und das beschäftigt mich tatsächlich auch. Sowas habe ich keinen Bock. Vor dieser Fliege, die hier rumfliegt. Vor Krieg fürchte ich mich. Vor der Angst. Also es gibt natürlich Dinge, wovor man sich fürchtet, sowas wie eben der Tod, beziehungsweise. Davor eigentlich, ja doch, wie man stirbt, davor fürchte ich mich. Vom Fliegen und sowas, das hängt ja damit aber zusammen, dass man quasi so stirbt und irgendwas zurücklässt, so seine eigenen Träume noch nicht erfüllt hat und sowas. Davor fürchte ich mich, dass ich das nicht hinbekomme quasi. Vor der Zeit. Kann ich auch dass verstehen. Dass die Zeit uns hundertprozentig irgendwann alles nimmt, was uns wichtig ist. 100%, ja. Boah, puf. Puf, heftiges Video. Grüße gehen raus an Jan. Ich lieb's. Ich lieb's auf jeden Fall. Real Talk, bestes Format auf YouTube. Ich finde es schon sehr gut, besonders weil alle Leute, die immer dabei sind, sehr viel offenlegen.